Ich zeige Ihnen heute einmal, wie er so ein Tag in dieser Zeit bei mir anläuft. Und damit grüß den Kleinen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte Ihnen heute sagen, wie meine Zeit in diesen Wochen jetzt schon mittlerweile, also in diesen Wochen der Corona-Pandemie quasi, verbringe. Und anfangen tut es damit, dass ich mal aufstehe, Zähne putzen und dann werden wir immer zusammen mit unserer Familie frühstücken, also gemeinsam frühstücken, dann nach dem Frühstück ist einmal ein ganz wichtiger Punkt für mich, ist das Morgengebet mit Esit über Zoom und das ist so eine Sache, die tragt mich ziemlich durch den Tag, also das ist so eine gute Motivation für den Tagesanfang für mich, man trifft sich quasi über Zoom mit allen seinen Freunden für Esit und betet mit denen halt das Esit Morgengebet. Es ist für mich immer eine sehr starke Erfahrung. Nach dem Morgengebet mache ich meist was Produktives. Also ich setze mich entweder zum Computer, schneide irgendwas oder ich mache meine Aufgaben für die Schule. Dann bin ich eigentlich bis zum Mittagessen schon ziemlich beschäftigt. Und nach dem Mittagessen ist es leider oft so, dass ich einfach im Internet surfe, 2 oder 3 Stunden teilweise auch auf YouTube verbringe. Oder gewisse andere Plattformen einfach meine Zeit vertreibe, weil ich da oft nicht weiß, was ich tun soll. Es ist auch schon öfters gewesen, dass ich den ganzen Tag oft nur mehr in YouTube oder Insta, was weiß ich, reingehängt bin und nichts getan habe. Aber öfters gehe ich auch oft skaten und da würde ich jetzt einfach mitnehmen. Und da fahre ich immer nach Wörschach zu so einer abgelegenen Kurve da. Das ist außerhalb von der Gemeinde, da störe ich nicht, da habe ich meine Skate-Sessions. Und heute werde ich noch ein Game of Skate mit Dave über Hausparty spielen, weil soziale Kontakte sollte man meiden. Das war's jetzt für die Skate-Session. Ich glaube, ich habe jetzt über 3 Stunden oder was den letzten Trick, was ich gesagt habe, einen Backside-Flip probiert. Dabei ist mir auch die Schurchbandel gerissen bei dem Schurch. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Jedenfalls werde ich jetzt da noch ein wenig schön und dann daheim duschen. Und dann werde ich heute das Esit-Abendgebet leiten. Das Morgengebet habt ihr schon gesehen, wie wir auf Zoom telefoniert haben und ich werde das leiten, werde vielleicht einen kleinen Impuls geben und da nehme ich ihn mit. So, jetzt ist so 21 Uhr, der Tag ist zu Ende, Esit-Gebet ist auch gegangen und für ein Esit-Gebet muss ich sagen, also ich habe es eh schon erwähnt, dass ich das super Sache finde, weil das für mich
für mich als Christ in meinem Glauben, das bestärkt mich einfach, weil da meine ganzen Freunde sich von mir sind. Und das ist eigentlich das, was man mir sieht, also taugt, dass ich nicht der Einzige bin, der meinen Glauben so auslebt, wie ich ihn auslebe. Genau. Also im Großen und Ganzen muss man sagen, war heute ein sehr produktiver Tag. Im Vergleich zu anderen Tagen bin ich nicht so viel im Internet geguckt. Dafür habe ich heute 3 Stunden lang beim Skaten den gleichen Trick versucht und habe ihn trotzdem nicht ganz geschafft. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Für den Denk, bis zum nächsten Mal.